Noah? Rini, wir müssen in den Bunker! Mit diesem dramatischen Anfang wünsche ich euch willkommen zu einem neuen Let's Test, zu einem bezauberten Nachfolger von The Whispered Worlds 2. Zwar war das Spiel schon etwas älter, aber ich fange es jetzt trotzdem an. Aber es ist nur ein... Oh, ich liebe diese Melodie. Es weckt Flashbacks auf und ich freue mich schon. Denkt dran, Leute, das ist Let's Test, ein Schnupperkurs. Ja, das ist der Nachfolger von The Whispered World. Wir gucken uns heute mal den Anfang an. Die ersten 30 Minuten, sag ich mal, grob die ersten 30 Minuten. Und danach, nach dieser Folge, gibt es erneut auf diesem Kanal ein zweites Mal The Whispered World in besserer Qualität und vor allem besseres Format. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Klicke auf eine der beiden Dialogsoptionen, um deine Schwester Reni zu beruhigen. Sag ihr, dass du deine Klaustrophobie im Griff, Panikattacke schon Monate zurückliegt. Ich nehme das mit der Panik. Wir halten das schon aus, Reni. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Ich nehme mal... Prinzipiell hat sie ja recht. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Hier bist du auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Reni, ich wollte dir keine Angst machen. Reni, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren, ich verspreche es. Oh. Was kann ich tun, um Reni die Angst zu nehmen? Wir müssen also... Kleine Schwester?
die Angst nehmen. Die Frage ist nur, wie. Es gibt einen Grund, warum ich danach nach dieser letzten Testfolge. Schau mal, Rini, der Elefant ist wieder da. Das sieht aus wie ein Panzer. Oh je. Weil die Handlung quasi um den Jungen geht, der am Ende erwacht. Schau mal, Rini, der Hund. Das ist eine Pistole! Oh je. Das klappt nicht. Okay, ich habe das Steam-Overlay wieder an. Schau mal, Rini, der Elefant ist wieder da. Alter, das ist ein Panzer! Okay, das klappt also nicht. Schade. Lampenschirm. Okay, nee, da machen wir ja die. Wir können hier den Fernseher anmachen. Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf. Wir machen jetzt was, was Miss Clock gar nicht leiden kann. Miss Clock, was für ein Name. Ist die Opferzahl ungewiss? Das macht's nicht besser. Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Mach aus. Mach aus. Ja, scheint, als gibt es kaum noch etwas hier. Was haben wir noch? Und eine Socke? Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen. Und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Was? Okay, die Socke haben wir. Was kann ich tun, um Rini die Das ist die Frage. Wir können ja mal. Hier gibt es nichts, ne? Wir. Elefant? Murmeln! Ja, komm, murmeln! Nee, das sind so Bälle, ne? Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin! Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Oh. Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Spot? Oh, Spot! Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Ich muss es danach wirklich spielen. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Weil das Spiel The Whispered World ein so unglaublich schönes Spiel ist. Und The Silence soll genauso schön werden. Der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Du warst mal ein Clown. Aber dazu kommen wir noch. Reden wir mal mit ihr, hä? Hallo Rini. Hallo Sedgwick. Wie geht's Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Wo soll bitte Raupe herkriegen? Nee, das nicht. Nee. Die Socke? Die Socke. Das da könnte ein Sockenspot werden. Oh, Flashbacks. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Ich weiß, Sedgwick war gut in Alphabet-Rübsen. Das weiß ich noch. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens IA. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Mhm. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Wo kriege ich denn jetzt die Krone her? Erstmal den Kopf verpflegen, aha. Warum auch immer. Ach, das ist so schön, das Spiel. Bislang. Ich mag's. Und vor allem mag ich's auch, wie doch sehr verbunden die Spiele sind. Tada! Der König von Silence! Er war ein guter König.
Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen, ganz so wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Ich erinnere mich noch an dem Uhrenrätsel. Oh, geil. Ich kann es kaum erwarten. Hallo, Kristallkugel. Ja, gib mal. Danke. Hatte Shana auch so eine? Klar. Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Und ein Puzzle. Das nervig war. So nebenbei. Ich erinnere mich noch an diesen Farbspiel. Puzzle am Ende. Ah, ich darf nicht spoilern! Okay, ein Spiegel. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Hedwig, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedgwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh. Greeny! Oh-oh. Ja, so ist es dann am Ende gelaufen. Traurig, aber wahr. Also es hatte schon eine schöne Story und Spot. Alter, Spot. Wir werden dich wiedersehen. Oh, verdammt. Rini, geht's dir gut? Rini! Oh-oh. Okay. Halte die Maustaste gedrückt. In gegebene Richtung. Okay. Nach rechts. Okay, wartet mal. Wartet. Schieben wir gleich hin. Jetzt. Schieben! Schieb! Ja, Kumpel, yes! Ja. Gut gemacht. Reedy! Wo bist du? Alter, dieser Fernseher. Gedrückte Maustaste. Okay. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Ja, ist tot, der Esel jetzt. Hier ist noch eine Betonplatte. Nach oben. So. Oh, Gott sei Dank. Hä? Was war denn das gerade für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus wie das Ei, aus dem Spot geschlüpft ist. Spot! Hallo, Spot? Bist du da drin? Cool. Rini! Ich kam auch nur von rechts. Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Dann mach aus! Leiser, verdammt! Das klingt nicht gut. Müssen wir jetzt in der Dunkelheit gucken? Wo bist du? Ah, ich höre nichts. Alter. Wo bist du? Mach das Ding nochmal aus. Geh endlich aus. Oh. Alter.
du? Was? Sag's nochmal. Rini! Wo bist du? Ich versteh's nicht ganz. Zum Schweigen, okay. Red! Ruhe! Das ist jetzt nicht besser geworden! Rini! Hier ist ein Hammer! Alter, nimm mit! Nimm mit! Hallo, nimm den Hammer! Nimm den Hammer und dann hier tritt... Ach so! Ah, warte, wartet. Boah. Schluss jetzt! Jetzt ist aber mal Gott! Was ist das? Sieht auf alle Fälle schick aus. Ladebildschirm. Ah, ja. Ladebildschirm. Wir machen nicht mehr so lange, ne? Oh, oh. Oh, 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 oh. Hey, ich erkenne Dinge wieder. Ich erkenne Dinge wieder. Was? Was ist das hier? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ach, guck mal, dort hinten. Dort ist, Rini. Nur die Silhouette, aber ey. Alter, das Planetengetriebe. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Schnell zu Rini. Auf den Schirm, okay. War keine gute Idee, keine gute Idee. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Dann nimm mal ab, Junge. Auf den ist Rini zum Ausgang gelaufen. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Warte, was? Was? Was ist das hier? Statuen, Gleise, Statuen, Kopf, die Lokomotive. Ist das nicht das Planetengetriebe aus dem Schloss? Ja, wie gesagt, erinnere mich nicht daran. Das war eine Arbeit damals. Wie sind die ganzen Sachen hierher gekommen? Wo sind wir hier überhaupt? Ich hatte damals wirklich ganzes Blatt voll mit Skizzen und Anweisungen. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, du bildest dir das nicht an. Und was davon ist beunruhigender? Ich hab... Die Lok, mit der ich durch die Luft geflogen bin. Die sieht kaputt aus. Wie alles hier. Ich lasse die Untertitel, by the way, manchmal an, damit ich so ein bisschen drüber labern kann. Das wird nicht gut enden. Da könnte ich drauf. Das ist eigentlich keine gute wenn Idee. Ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Ja, spring! Für Rini. Oh Gott, bewege die Maus. Oh, now. Nö. So etwas gibt's hier. Das ist gemein. Okay. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Cedric. Aber man merkt, dass Cedric noch in dir steckt, Junge. Der war so ein depressiver Clown. Oh, das war cool. Oh, oh. Rini, was machst du? Nein, bleib stehen. Rini! Zieh eine Rüstung. Tschüssi. So, Vorsicht, ja? Das Ding war kompliziert. Nein, ich will... Okay, naja, gucken wir uns hier ein bisschen um. Na, hinterher. Ja. Würde ich auch sagen. Cool, aber echt schön gemacht, ne? Echt schön gemacht. Muss man ja The Deadly
hoch anrechnen, dass sie echt schöne Spiele produzieren. Ne? Sehr, sehr schick. Und vor allem so liebevoll und nah im Detail. Ladebildschirm. Traum hier. Hm? Wer bist du denn? Oh oh. Wo bin ich hier? Und das erinnert mich an einer Stelle von The Whispered World in so einer Höhle, wo man riesen Fisch im Eis findet. Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence. Wow, was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück! Oh, verdammt! Sei still und versteck dich! What? Hat der das gerade gesagt? Nee, ich glaub nicht. Jo. Machen wir mal. Was ist das? Was war ja, denn? Wüsste ich auch gern. Puh. Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Weltenwurm klingt nach Weltenschlange aus God of War. Wir warten aber auch bis zur nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns bei The Whispered World. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier schon mal reinzugucken bei Silence. Ich freue mich schon auf The Whispered World, wieder ein altes Stück Erinnerungen hochzuholen. War ein schönes Spiel und ich freue mich schon darauf, das Spiel zu zocken.